Hallo Leute und willkommen zum nächsten Snapshot Review vom Snapshot 14B07A. Und was alles dazu gekommen ist, seht ihr nach dem Intro. So, zuerst möchte ich mal ganz kurz sagen, ich werde heute nicht alles zeigen, weil ein paar Befehle dabei sind, die jetzt nicht die wichtigsten sind. Okay, als erstes wurde eine neue Falltüre hinzugefügt, und zwar die eiserne Falltüre, die man nur mit einem Redstone-Signal auf und zu machen kann, und das ist mir jetzt etwas zu laut, Moment. Ja, gut, ist ganz cool eigentlich. Man kann jetzt, wenn man eine LAN-Welt machen will, den Game-Mode für andere Spieler festlegen. Also jetzt zum Beispiel Survival, Spectator, Creative, Adventure. Ja, ist eigentlich ganz cool. Man kann jetzt Kisten klonen, was ich wirklich super geil finde. Für zum Beispiel Adventure-Maps kann man es brauchen oder für andere Sachen. Ich kann es mir jetzt nur für Adventure-Maps erklären, aber es ist eigentlich ganz cool. Also man kann jetzt einfach eine normale Chest, macht man einfach auf und gibt jetzt irgendwas rein. Also könnt ihr euch merken, das sieht so aus. Gut, dann drückt ihr STRG und C und das mittlere Mausrad gedrückt. Und schon kommt eine neue Kiste. Mit dann so ein NBT, keine Ahnung für was das steht, aber auf jeden Fall ist das dann ein Klon davon. Also hier Diamanten. Und hier Diamanten. Ich kann es auch so mal zeigen. Moment. Ich habe jetzt 0 Diamanten im Inventar. Also hier. Also das ist jetzt ein Stack. Wenn ich das zerstöre, habe ich noch einen Stack. Also haben wir jetzt praktisch Diamanten geklont. Ist richtig geil. Das gleiche wie bei den Drohnen geht auch mit Common Blocks. Also es werden dann die Befehle, die im Common Block drinnen stehen, auch kopiert. Was man eigentlich nicht machen muss, weil man müsste ja nur in den Common Block reingehen und STRG A machen und im anderen und dann eben noch STRG C und dann im anderen noch STRG V, aber so geht's leicht eigentlich, ja. Ist ganz cool, ich kann es jetzt nur nicht zeigen, weil ich die ID vergessen habe. So, ich glaube, das ist das kürzeste Update-Review, was es je gab. Aber es wurden dann noch wirklich eine Menge an neuen Befehlen hinzugefügt, mit denen ich mich aber mit allen nicht auskenne. Das werde ich mir alles noch genauer ansehen, und wie schon mal gesagt, seht ihr dann die ganzen anderen Sachen, die ich noch nicht gezeigt habe, dann in dem Review, wenn dann die ganze Version da ist. Ja, ich werde euch jetzt die Befehle, entweder werde ich es einblenden oder in die Beschreibung schreiben. Mal sehen, entweder blende ich es ein oder schreibe es in die Beschreibung. Ja, war es das eigentlich wieder. Und ja, danke fürs Zusehen. Ich glaube, das Outro lasse ich heute mal ausnahmsweise aus. Gut, dann danke fürs Zuschauen und ja, ciao Leute.